Mit dem da oben wollte ich mich eigentlich noch nicht beschäftigen. Oh. So, das ist doch mal ein nettes Räumchen hier. Hier gibt es auch wieder was zu eine Dieneruniform. Es ist die Uniform eines Dieners. Genau meine Größe. Cool. Nehmen wir mit. Was haben wir auf der anderen Seite? Da haben wir eine graue Uniform. Es ist eine Offiziersuniform. Genau meine Größe. Ja, dann nimm doch mit. Seltsam. Da ist ein Schloss am Kleiderhaken. Gut. Blöd, ja, dann nimm nicht mit. Ja. Was machen wir denn jetzt? Was jetzt ganz wichtig ist bei den Leuten, die hier überall immer rumrennen. Er kennt mich jetzt als dieser Mann in Indiana Jones Outfit. Und im Idealfall sollten wir ihm auch eigentlich nur so begegnen. Sonst fragt er sich irgendwann, warum wir plötzlich anders aussehen. Aber anders aussehen ist lustig. Deswegen zensiert. Ziehen wir uns jetzt einfach mal diese coole Dieneruniform an. Das ist doch lustig. So. Ja. Jetzt sind wir hier natürlich als Diener unterwegs. Jetzt die Frage, was passiert, wenn wir dem so begegnen? Hey, das letzte Mal haben Sie etwas anders angehabt. Ja, genau. Sie müssen der Eindringling sein. Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Ah, verdammt. Ich block jetzt einfach mal einen Moment. Man sieht ja genau, wo er hinzielt. Man muss nur schnell reagieren. Habe immer falsch reagiert, der war ja unten. So, jetzt aber. Voll die Herausforderung jetzt hier für mich. Upsa. Oh, und jetzt hat er mich niedergeschlagen. Ja, blöd. Das ist jetzt ein Problem. Ich habe schlecht verteidigt, muss ich gestehen. Und dann kommt das hier nämlich. Nachdem unser Held Indiana Jones das Bewusstsein wiedererlangt hatte, durfte er in einem deutschen Museum bis an sein Lebensende Kunstwerke putzen. Und da die Nazis den Kral schließlich fanden, war das für ihn eine lange, lange Zeit. Ja, und so endet das Ganze nämlich, wenn man dann einen solchen Fehler macht. Genau, das meinte ich. Deswegen sollte man nie den Soldaten plötzlich mit anderer Kleidung begegnen. Und deswegen machen wir das, was wir jetzt eben gemacht haben, einfach gerade nochmal. Nur mit ein paar kleinen Änderungen. Bei der Gelegenheit können wir nämlich auch den armen betrunkenen Typ, den wir da umgeboxt haben, auch vielleicht einfach jetzt nochmal freundlich befragen, wie wir das eigentlich ursprünglich vorhatten. Also gehen wir nochmal zu dem betrunkenen Soldaten und sagen ihm Hallo. Hallo Soldat. Mein guter Freund. Ach komm. Hallo. Und wie geht's dir? Schrecklich, mein Bier ist alle. Wo hast du denn dein Bier her?
Ja, Küche, da lang. Ne, einen Augenblick da. Irgendwo hier im Schloss. Okay, los. Was tun Sie hier? Sag mal, warum sind wir überhaupt in dieser Welt? Ich habe nicht erwartet, hier einen Philosophen zu finden. Ah, in diesem Schloss gibt es alle möglichen Typen. Habt ihr eine ganze Garnison hier? Wahrscheinlich, aber wir sind ja nicht euer Freund. Hier ist immer ein gutes Dutzend. Ja, nur so ein gutes Dutzend. Das geht ja noch. Hallo, mein Freund. Und was tun Sie sonst noch so hier? Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich weiß es nicht. Okay, immer noch sehr philosophisch. Ja, ich bin ein super Philosoph. Wie geht's denn deinem Vorgesetzten? Oh, Vogel, der absolute Terror, aber das weißt du nicht von mir. Okay. Sag mal, soll ich dir mal Nachschub holen, mein Freund? Mein Bier ist alle. Ja, eben. Soll ich dir noch eins holen? Hier ist schon mein Krug. Das war klug. Ach, da kann der lange warten. Ich hol ihm jetzt ein Bier oder was? Da säuft er dann weg und. Ja, nee. Wir spielen jetzt das Küchenspiel noch einmal. Groß alles angucken brauchen wir ja nicht. Wir nehmen den Krug und klatschen ihn an den Zapfhahn. Zack, und kippen den Krug in die Kohlen. Machen den Krug wieder mit Bier voll. Gehen rüber zum Schweinchen. Warten, dass es aufhört zu brennen, zu dampfen, zu irgendwas. Das kann ja jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Genau, dann nehmen wir den Braten mit. Den haben wir nämlich gerochen. Hahaha. Und dann gehen wir wieder. Kurz und schmerzlos. Dann ist das hier soweit erstmal erledigt. Dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann gehen wir in die Halle. Und dann gehen wir wieder zu diesem Kollegen hier. Und sind natürlich im offiziellen Auftrag hier. Das haben wir ja gewusst. Und zwar den Gefangenen verhören, der im dritten Stock sitzt. Aber wer bin ich? Das ist die Frage natürlich von der Gestapo-Spezialeinheit, der Nachfolger von Dietrich. Ach ja, Dietrich, das war doch dieser Trottel bei dem Bundesladenreinfall. Ja, aber woher wissen Sie davon? Geben Sie Informationen heraus? Oh, nein, natürlich nicht. Sie können passieren. Ja, alles klar, kann ja passieren. Vielen Dank für die Worte. Vielen Dank für Dialog. Und natürlich auch für die Dieneruniform einen herzlichen Dank. Die nehmen wir jetzt einfach hier mal raus. Und jetzt ziehen wir uns nicht um, sondern bleiben so, wie wir sind und gehen einfach mal darüber. Und landen in diesem schönen Räumchen hier.
Das ist ein sehr interessanter Raum, hat einen schönen Kamin hier. Schauen wir uns gerade mal hier die Statue an. Sieht um den Bauch herum sehr abgegriffen aus. Ah, das ist interessant. Da sieht man nichts Besonderes. Da sieht auch nichts Besonderes. Da ist eine Rüstung. Gut erhalten, spätes 10. Jahrhundert. Jetzt kann man mal was Lustiges machen, nämlich mal die Rüstung schubsen. Hoppla! Und dann ist hier ein Strich auf dem Boden. Nun gut. Und diesen Strich lassen wir jetzt mal Strich sein. Erst einmal. So, und nun. Würde ich jetzt mal sagen, begegnen wir auch diesem Kollegen hier mal in der Lederjacke. Damit wir hier innerhalb von einem Stockwerk uns nicht zwischendurch umziehen müssen, da könnten wir nämlich Stress kriegen. Sie da in der Lederjacke, was machen Sie hier? Ich verkaufe modische Lederjacken, so wie diese hier. Lederjacken, was? Wer hat sich hier reingelassen? Ich habe einen Passierschein, wie käme ich denn sonst hier rein? Ja, da haben Sie wohl recht. Was soll denn die Jacke kosten? 15 Mark, genau richtig fürs Wacheschieben in kalten Nächten. Das klingt vernünftig. Ich bestelle eine. Mein Name ist Unteroffizier Krüger. Gut, das Geld bitte im Voraus. Ah, natürlich. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen, junger Mann. Okay. So. Was machen wir nun? Dann werden wir uns jetzt mal in den ersten Stock schleichen, glaube ich. Das könnte vielleicht helfen. Hier dürfte meines Wissens erstmal niemand im Wege rumlaufen. Na, wie schautet? Ja, das sieht gut aus. Wir gehen mal hier neben in diese Tür. Um hier mal kurz in dieser Tür zu sein. Nein, um hier mal, denn das sollte man auf Brunwald in jedem Fall machen, wenn man so eine kleine Etappe geschafft hat. Einfach mal F5 drücken. Stock 2. Gut, nennen wir es Stock 2, das ist okay. Damit man diesen ganzen Quatsch, sollte man doch irgendwo mal einen Fehler machen, nicht permanent immer wieder wiederholen muss. So, hier können wir aus dem Fenster schauen. Können wir aus dem Fenster? Wir können schauen. Draußen geht es steil runter und ich finde keinen Halt. Ah, das Fenster wurde auch seit Jahrzehnten nicht geöffnet. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach auch erstmal hier wieder. Gehen wir wieder raus oder. Ja, wir gehen wieder raus, würde ich sagen. So, wenn wir mal vorsichtig hier um die Ecke gucken. Ah. Hier ist noch ein Räumchen. Ah, ja, oh. Da ist eine Truhe, die wollen wir dann doch mal öffnen und mal reinschauen, was es da so gibt. Toll, da waren 50 Mark drin. Gut, kann man gebrauchen. Machen wir mal wieder zu. Dann sammelt sich hier nämlich auch ein bisschen Geld bei uns in der Tasche. Das können wir eventuell irgendwann noch mal gebrauchen. So, aus mir unerklärlichen Gründen würde ich jetzt mal sagen, machen wir jetzt das mal eben wieder.
Gehen wir mal darunter. Und das ist ein Soldat. Ein Diener? Hier? Halt mal, Sie sind kein Diener. Was? Aber wieso denn? Aber das war gemein jetzt. Halt die Leute, dumme Schnauze! Bla. Aua. Und wieder weg. Das ist doch. Hey, sie ist ein Elend. Ja, und genau aus diesem Grunde speichern wir zwischendurch. Ja, Kunstwerke putzen. Genau, damit wir uns mal über diesen schönen Bildschirm hier freuen können. Das ist doch super. Ja, danke. Hallo, hallo. Aus, aus, aus. Ist gut jetzt, Mensch. Also wir gehen in den zweiten Stock und gehen am besten hinter der Truhe nicht die Treppe runter. Das wäre weise. Trotzdem benutze ich jetzt mal die Dieneruniform, weil ich finde, die steht uns, ne? Sieht gut aus. Hat ein schickes, bläuliches Weiß. Sehr modisch, trägt der Mann von heute so. Eindeutig. Auch wenn es dunkel ist. So, können wir jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt trotzdem erst nochmal hier in diesen Raum wieder rein. Einfach das Geldes wegen. Ach nee, nicht benutze, sondern öffne. Dann schauen wir genau, schauen wir da rein. Dann war da Geld drin, dann machen wir die Truhe wieder zu. Und dann gehen wir nicht links lang, sondern gehen lieber hier wieder raus. Dann gucken wir mal, was hier unten ist. Oh, da ist ein Soldat, der uns direkt abfängt. Und was haben Sie hier zu suchen? Ich biete mal was an. Und zwar biete ich mal. Wie wäre es denn mal? Ich biete mal das hier an. Nehmen Sie das hier. Was tun Sie damit? Aushilfen dürfen nicht an diesen wertvollen Kram. Hihi. Da habe ich mein selbstgemaltes Bild von irgendeinem Popelpokal angedreht. Ist der blöd. Entschuldigung. So. Kurze Zeit später. Na. Herr Oberst, ich habe ein weiteres Bild aufgetrieben. Gute Arbeit. Hier, ich habe die Kombination zum Safe auf der Rückseite dieses Formulars notiert. Merken Sie sich die. Schon auswendig gelernt, Herr Oberst. Ich behalte sie hier in der Schublade, wenn Sie sie vergessen. Das werde ich sicher nicht. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Gut. Okay, das ist interessant. Sollten wir uns merken. Die Kombination zum Safe ist da also drin. Dann gehen wir mal vorsichtig hier lang. Was haben wir hier? Hoffentlich nichts Soldatiges. Nein, wunderbar. Wir haben hier eine Truhe, die machen wir wieder auf und dann schauen wir da rein. Da ist eine Uniform drin. Dann nehmen wir die mal mit.
Was ist das für eine Uniform? Ah, schau sie dir mal an. Das ist eine Offiziersuniform, die mir viel zu klein ist. Warte. Da ist etwas in der Tasche. Ein Schlüssel. Ich werfe die Uniform weg und behalte den Schlüssel. Okay. Was das für ein Schlüssel ist, das können wir uns ja denken. Also ich kann mir das denken.